Vor genau 34 Jahren, im März 1966, präsentierte BMW in Genf dieses Auto, den BMW 1600-2. Die 2 stand für die zweitürige Variante der erfolgreichen neuen Klasse, die mit dem BMW 1500 1961 begann. Das Styling des damals hochgelobten Fahrzeugs wirkte zwar etwas altbacken, aber die flotten 85 PS aus dem 1,6 Liter großen Motor verhalfen der verhältnismäßig leichten Limousine zu sportlichen Fahrleistungen. Den erwachenden Leistungshunger stillten die Münchner 1967 mit der TI-Variante und ab 68 mit dem 2002. Er hatte schon 100 PS. 1973 dann der Turbo. Für die Gegner auf der Autobahn gleich noch in Spiegelschrift auf dem Spoiler. Mit 170 PS mitten in die Ölkrise und den autofreien Sonntag. Die Spiegelschrift überlebte nicht mal die Präsentation. Ihr Hoppla, jetzt komm ich Signal wirkte wie ein dummer Witz auf einer Beerdigung. Und obwohl dieser Schriftzug nie in Serie ging, sorgte er doch für einen unglaublichen Pressewirbel, der in einer Bundestagsanfrage gipfelte. Dabei ging die Tatsache völlig unter, dass der 2002 Turbo die erste Serienlimousine mit Turbolader überhaupt war. Doch auch heute wirkt er mit seinen aufgeschraubten Kotflügelverbreiterungen eher wie von einem wilden Tuner als von gut bezahlten Werksdesignern gestaltet. Die fehlende Stoßstange vorne, der schwarze Heckspoiler aus Gummi, die Klebestreifen, der 2002 Turbo schreit seine Potenz förmlich hinaus. Der tiefe Spoiler erinnert an die erfolgreichen Tourenwagen von BMW. Bei rund einer Tonne Fahrzeuggewicht und einer Spitze von 210 km/h immerhin eine echte Notwendigkeit. Unter der Motorhaube warten 170 Turbopferde auf ihren Einsatz. Der aus dem Rennsport abgeleitete Motor ist nicht bis an seine Grenzen ausgereizt und katapultiert den Piloten trotzdem in 7 Sekunden auf 100. Das ist auch heute noch ein Wort. Ein KKK-Turbolader setzt das Ansaugsystem unter Druck und erhöht somit die Leistung um etwa 40 PS. Über den Zustand des Ladedrucks wird der Dirigent des Blasinstruments, wie die Presse den Turbo bezeichnete, mittels eines Manometers auf dem Laufenden gehalten. Die Instrumente fasste man in sportliches Rot. Um auch bei forcierter Fahrweise den Halt unter dem Hintern nicht zu verlieren, hat BMW dem 02 Turbo Sportsitze spendiert. Kopfstützen und Gurte waren Serie. Die Rückbank blieb auch im Topmodell des kompakten Bayern unverändert. Das Fahrwerk des Turbo wurde überarbeitet und der höheren Leistung angepasst. Die von echten Fans so geliebte Übersteuerneigung blieb. Turboloch und Turboschub sind allerdings schwerer zu dosieren als in einem Sauger. Spaß macht der giftige kleine BMW aber trotzdem. Wie bei allen Turboautos will der Motor gedreht werden. Unter 4000 Umdrehungen ist nicht viel los. Darüber alles. Bereits 1969 gewann BMW mit einem turbobefeuerten und 275 PS starken 2002 die Europameisterschaft für Tourenwagen. Die Idee des Turboladers gibt es allerdings schon seit 1916. Trotz einiger Kritik fanden 1672 Exemplare einen Fan. Heute sind sie gesuchte Raritäten. Und ein Viertel aller heute noch existierenden Turbos sollen sich sogar bei japanischen Sammlern befinden. Na denn, Sayonara!